Marine Le Pen, die Frontfrau der rechtsextremen Front National, kann bei der TV-Konfrontation nicht überzeugen. In einer Umfrage des französischen Fernsehsenders BFM TV geht sie bei lediglich 34% als Siegerin hervor. 63% der Zuseher sehen den sozialliberalen Emmanuel Macron als Gewinner des TV-Duells. Kommentatoren meinen, dass Le Pen wie Donald Trump auftritt. Die Zeitung Le Monde listet zudem 19 Falschaussagen der studierten Juristin auf. Und Libération beschuldigt sie einer Lawine an Lügen. Tatsächlich offenbart die TV-Konfrontation die Animosität zwischen den Kandidaten. Le Pen versucht dabei, Macron als Günstling des Systems und Raubtierkapitalist zu diffamieren. Dieser wiederum macht aus seiner Konkurrentin als Erbin der Politik keinen Hehl. In einer aktuellen Umfrage liegt Macron mit 61% vor Le Pen in Führung. Immerhin 42% der Befragten geben aber an, dass Le Pen die Sorgen der Menschen besser verstehe als Macron. 2 Tage vor der Wahl bleibt es also spannend.